Sehr vielen Dank schön dafür, dass Sie von der Weide unseren YouTube-Kanal eingeschaltet haben. Uns würde auch sehr voll, wenn Sie uns sehr gut wären und der Uni den Subscriber würde anklicken. Vielleicht schreiben Sie uns auch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schickt uns mal ein paar Bilder zu, Videos. Vielleicht der Sie uns auch mal in die Folge, schickt ihr uns ein Zeugnis zu. Wir beten auch, dass all unsere Videos möchte einen sehen für Sie sein. Den 14. Februar wird die Welt Valentinsdag feiern. Valentines. Día de los enamorados. Tag der Verliebten. Die ganze Welt wird feiern, live feiern. Aber die dürfen nicht so live feiern, als du in echt gewandt sind. Wenn man sagt, der Janzi, was Jesus hat angenommen als persönlichen Heiland, was Gott seine live kennen dürfen. Die dürfen nicht die live feiern. Du und ich, als wahre geborene Christen, wie Marte van der den 14. Februar ganz besonders. Gott sei ne Leib feiern. Gott sei ne Leib, was heute für uns getan hat. Und auch unseren Mann und unsere Frau Leib. Unsere Kinder Leib. Unsere Zeit Leib. Unsere Mitmenschen Leib. Dort sieht Gott uns. Auf unseren Kerstenstag hat wir 1. Korinther 13. Das ganze Kapitel. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Dort sagt die Bibel uns, der Leib ist langmütig und freundlich. Gott seine Leib ist freundlich. Wenn du nicht freundlich bist in dein Hort, dann kennst du Jesus noch nicht. Wenn du bloß so bist und doll bist, immer, dann kennst du Jesus nicht. Während Jesus, Gott ist Leib. Gott ist der wirkliche Leib, der du in euch brücke. Gott seine Leib, der hat nicht eifere. Der hat nicht, dass du immer wirst das Erste sein und das Beste sein. Gott seine Leib, der hat dich demütig machen. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Du darfst dich mutwillig einen, was schlechtet andern. Oder dem anderen ein Nennleihen, dem anderen bestehlen. So wird das Leib nicht. Leib, der hat bloß, was gilt. Weißt du, wo Gott uns hier Leib hat? Gott gibt seinen einzigen Sohn Jesus und schickt ihn hier auf diese Welt und leidet am Sterben am Kreuz auf Golgatha, sodass du und ich können gerettet werden. Wisst ihr das? Jesus ist gestorben, sodass du und ich können gerettet werden. So sei er, dass Gott uns leben. Und da werden sagt Jesus uns, wie sollen andere Menschen leben? Und ich weiß nicht, ob du dort ganz verstanden hast, wie das Wort, aber Gott sagt, wie sollen andere Menschen leben? Ganz besonders deine Frau und dein Mann. Wie soll es einander leiden an sie Kinder? Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das ihre. Gott sein Leib, der hat nicht bloß dein eigenes Zeichen, dass du wirst der Leib vom anderen haben. Du darfst Leib geben. Du darfst der Leib freiwillig andere geben. Sie lässt sich nicht erbittern. Gott sein Leib, der hat sich nicht verbessern lassen. Bist du verbessert eben eins einem? Dann hast du nicht Gott seine Leib. Wenn Gott seine Leib lässt die nicht verbessern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Wow, der hat nicht einmal das Schlechte, die Töre. Wow, dann habe ich doch eine Schrift zu lernen. Da habe ich auch viel zu lernen, jeden Tag. Da habe ich diese heilige Gott seine Leib, wo andere Menschen mitteilen. Da werden die wie diese Videos machen. Wie wollen Gott seine Leib mitteilen mit uns? Wie wollen dort ihr auch dort erfordern, dass Gott seine Leib mit uns ist? Er ist mit uns. Er macht uns leiden. Er macht uns diese schmucke, heilige, himmlische Leib geben. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Gott seine Leib, der sich nicht frei über Ungerechtigkeit, wenn du eins einen schlecht behandelt wird, oder wenn du eins einen beklemmt wird, oder wenn die eins über einem geplüdert wird, das ist Ungerechtigkeit. Dort tät Gott seinen Leib nicht unterstützen. Sie freut sich aber an die Wahrheit, an der Wahrheit. Gott seinen Leib tät sich freier an der Wahrheit. Vers 7. Sie erträgt alles. Gott seinen Leib tät alles. Der tät alles verdrehen. Was immer du auf dich kommt, Gott seinen Leib tät die dort alle geben. Gott wird immer die mit dir sein. Er wird dir die Kraft geben, der Leib, sodass wir das können andere mitteilen. Sie glaubt alles. Gott sei Leib, dass alles leben. So geht leben. Sie hofft alles. Sie darf auch alles hoffen. Sie duldet alles. Sie darf auch alles dulden. Dann haben wir doch so viel zu lernen, nicht so?
dann haben du und ich doch so viel zu lernen. Weil wir doch mal den Heiligen Jesus in unserem Hort nankommen, dort wir wurden sein Beispiel geben, als wir hier zitiert haben. Nun aber bleiben Glaube. Vers 13 sagt dort, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die drei bleiben uns. Glaube, Liebe, Hoffnung und Liebe. Die drei bleiben. Aber der letzte von den drei ist Liebe. Das sagt unsere Bibel uns. Lass dir das noch. 1. Korinther 13. Lass dir den ganzen Kapitel über. Lass den Helden Jesus zu dir reden. Lass ihm dir ansprechen, sodass du auch frei warst von der Sklaverei der Sünde. Sodass du diese Leib hast, sodass du dir mitteilig hast. Wie sieht das in deinem Leben aus? Lieber Torhacher, wie sieht das in deinem Leben aus? Bist du frei? Bist du frei von der Sünde, wo der Satan dir angebunden hat, sodass du diese Leib nicht kannst erfahren? Wenn du den noch nicht erfahren hast, diese Leib, der Gott dich von dir anbietet. Er möchte, dass du morgens frei werden. Er möchte, dass du diese Leib am 14. Februar 2022 feiern wirst. Diese Leib möchte Gott mit dir mitgeben. Hast du diese Liebe für deinen Ehepartner? Hast du diese Leib, von der ich gerade geredet habe? Hast du dein Leib für deinen Ehepartner, für deinen Mann, für deine Frau, für deine Kinder, für deine Gemeinde, für deine Kirche, für deinen Mitmenschen, für deine Nachbarn? Hast du diese Leib? Wenn wir diese Leib haben, dann wird da nicht mehr Trouble sein. Und wenn da Trouble kommt, dann können wir immer noch nach Jesus gehen. Und am Frau, ob er sich will vergeben, dort hat uns diese Leib wird im Horten anleihen. Wir wollen, dass wir alle waren Gott deine, dass wir am Wort deine mit der Gott, was er uns gegeben hat. Wir brauchen Menschen, die diese heilige Leib in der Eiche führen. Dort wir die praktizieren. Dass wir Gott wurde Frau, dass er uns wird Kraft geben, diese himmlische Leib, dass wir die wurde mitteilen mit unseren Menschen. Wo immer wir wohnen in der Welt, wo immer wir auch sind, wenn meine Frauen ich für Menschen stehen, oder ob wir allein in uns Haus sind, ich möchte mit meiner Frau immer diese Leib praktizieren. Und Menschen möchten mir auch diese Leib zu praktizieren. Der Heilige Jesus immer bezieht uns, er steht mit uns. Er reibt uns Tau, dass wir am Deine, dass wir am Wahre ersten Platz geben, unseren Jesus im Himmel, sodass andere Menschen auch Wahre diese feine Leib von Jesus erfahren. Da möchte ich dich von dir angespannt haben, den 14. Februar 2022. Vergiss das nicht, von dir aus der Tag der Verliebte. Aber nicht, dass die Welt dort führen wird, sondern dass Jesus uns diese Leib gegeben hat. Diese Leib, weil wir mit der Welt mitteilen. Als plattdeutsche Menschen, dass wir ein Licht in dieser Welt sind, ein Licht auf einen Bauch. Und das fängt mit deiner Seele an, mit deinem Hort, und dann mit deinem Partner, und dann mit deiner Familie, und dann mit deiner Kirche, und dann mit deiner Gesellschaft. Könnt ihr uns sparen, mit uns zu gehen, diese Leben zu praktizieren und unseren Jesus, unseren Vater im Himmel zu dienen? Hei wach von dir, ob die das tun, ich das tun. So vielmal Dankeschön, dass du hast von dir war das Video gecheckt. Teile mit anderen Menschen mit. Bet für uns, dass wir auch waren ein Zeugnis für Jesus sein mit dir Typ. Wir wünschen dir und deiner Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.